Ich hier wieder mit dem 20. Tutorial und heute gibt es einen kleinen Crashkurs. Ich weiß nicht, wie lange der wird. Erstmal, ich möchte sagen, ich habe keine Ahnung, ob der gut wird. Das behaupte ich eigentlich nie, ob die Tutorials gut wären. Aber heute würde ich das einfach mal sagen. Ich habe ja einfach eine Reihe von Chips und Wirekram aufgestellt. Die ich oft benutze, weil es gibt einfach zu viele Chips, von denen ich keine Ahnung habe und deswegen suche jetzt einfach mal ein paar raus, die ich kenne und auch leicht oder mehr oder weniger gut zu verstehen sind, wenn ich es dann gut erkläre. Erstmal der Add-Chip. Ich denke mal, es ist klar, er nimmt zwei Werte und addiert sie eben. Multiply Chip ist ja auch klar, nimmt zwei Werte, multipliziert sie. Wofür man das verwenden kann, bin ich mir gerade nicht sicher. Negate, das ist ein Chip, der jeden Wert ins Negative setzt. Das kann man vielleicht bei, wo kann man das benutzen? Weiß nicht. Raketen, die nicht funktionieren soll, kann man den Chip verwenden oder so. Random Chip, der nimmt einen Wert, also eine Spanne vom Wert, sagen wir mal. Ich nehme jetzt mal einen Constant Value, weil ich bin ja so schlau und habe das mal irgendwann gelernt, dass es Value heißt und nicht Value. Obwohl ich beides ziemlich beknackt finde. Aber das sind ja so Wörter, die lernt man nicht in der Schule. Ich probiere es einfach jetzt mal. Random A und Random B. Ja. Wie es aussieht, nimmt er einfach hintereinander weg verschiedene Werte in der Spanne von 100. Round Chip, der rundet jeden Wert auf. Sagen wir, wir haben 4,5. Dann nimmt er halt die Zahl 5. Oder wir haben 3,2, dann nimmt er 3, ne? Ist klar, rundet. Der rundet einfach jeden Wert. Sine minus 1, 0, 1. Aha, what the fuck? Macht's Spaß. Was für ein Ei. Sine minus 1, 0, 1. Nehmen wir an, wir haben einen Wert, der ist 0. Und, also das Ding, wenn es eine Zahl gibt, die größer ist als 0, dann wird der Wert in 1 umgewandelt. Wenn der Wert 0 ist, dann bleibt er 0. Wenn er weniger als 0 ist, zum Beispiel minus 120.000, dann nimmt er minus 1. Das kann vielleicht bei manchen Funktionen beim Ranger nützlich sein. Keine Ahnung, wenn einer eben da durchläuft, dass nicht irgendein Wert ausgegeben wird, sagen wir 130, sondern eben 1. Ne? Equal Chip ist, glaube ich, auch klar. Wenn ein Wert genauso groß ist wie der andere, gibt der Chip 1 aus. Zum Beispiel, wenn man hier ein Constant Value macht, der, sagen wir mal, 1 eben ist und den zu A tun und einen zweiten Chip zu minus 1 und das A davon da rein, dann da kann man hier sehen, noch ist es 0 und ja, jetzt ist es 1. Okay. Ja. Was habe ich hier noch für Chips? Greater than. Wenn ein Wert größer ist als. Also wenn Wert A größer ist als Wert B, dann gibt das Ding 1 aus. Dann habe ich auch noch logischerweise less than. Wenn A kleiner ist als B, dann gibt das Ding 1 aus.
Or Any ist ein ganz interessanter Chip, nämlich wenn man zwei Knöpfe hat, dann kann man die beide drücken, also ist egal welchen man drückt, das Ding gibt immer eins aus. Soweit nicht, weil es steht hier zwar Or Any A Or B, aber es gibt durchaus ein paar mehr Outputs. Pulsar ist, glaube ich, habe ich mal irgendwann erzählt, ist ein Chip, der gibt ein Signal immer hintereinander weg. Und der mit seinem Kackpiss-E2-Zeug gibt hier voll an. Das muss ich jetzt er. Nee, ich will das löschen. Gib her. Ich bin so böse. Na komm. Okay, habe ich gerade erklärt. Falls ihr es nicht verstanden habt, ich. Ja. Ihr habt es da nicht verstanden. Smoother. Nehmen wir mal an, ihr habt einen Fahrstuhl, ihr wollt einen Fahrstuhl bauen. Ihr habt halt so ein Fahrstuhlgerät. Ich kann es jetzt schlecht zeigen eigentlich. Ihr macht einen Fahrstuhl und dann habt ihr einen Knopf mit, sagen wir mal, 100. Aber was, ich baue es einfach nach. Okay, ihr wollt einen Fahrstuhl bauen. Ihr nehmt einen Hydraulik, ist doch klar. Und dann macht ihr das Ding, wo habe ich den Chip? Da. Macht ihr es dahin. Und dann auch ein Button mit 100. Mit 1000, weil ich gerade Lust habe. Ja, Toggle. Nee, da macht er Sinn. Macht er keinen Sinn. Ihr wire dann logischerweise Length zum Knopf. So, wow. Ah, ich glaube, das Ding ist ein bisschen verbuggt. Ich habe Angst. Wow. Wow. Okay, ihr geht da drauf. Also, also, ja. Okay, noch ein Versuch. Ihr geht da drauf und dann. Wow. Ah. Okay, ich kann euch das mal anders erklären. Ich nehme einfach eine Platte und Slider, gut ist. Wenn ihr ein ich kriege hier gleich einen Knall. Ist hier alles verbuggt? Ja, okay, ich glaube, das geht noch einigermaßen, aber trotzdem nicht toll. Hier. Jetzt aber. Ja, der funktioniert. Okay, vielleicht kann ich das doch noch irgendwie machen. Mit. Ach nee. Okay. Jedenfalls, wenn ihr da den Knopf drückt, dann wird das Signal sofort zu 100.000. Da macht der Fahrstuhl so BÄM! Voll in die Luft und ihr sterbt voraus. Nee, ne? Okay, ich dachte, der wäre wieder verbuggt. Und der Smoother macht halt, dass hier in einer bestimmten Rate, da steht er auch, halt, dass das Signal nach und nach steigern könnt oder senken, je nachdem. Das heißt, der Fahrstuhl geht nicht BÄM nach oben, sondern der geht, wow, er geht so langsam, je nachdem, wie die Rate ist. Ich glaube, so 50 oder so wäre okay. Dann macht das ungefähr so und nicht KABASH. Das war knapp. So, ich habe noch ein paar mehr Sachen hier. Target Finder. Wieso habe ich den hier kleben? Ich glaube, den hatte ich. Ah! Also, wie gesagt. Target Finder. Wieso habe ich den hier kleben? Ich meine, den habe ich doch in fast jedem Tutorial. Jedenfalls, das Ding sucht einfach Targets. Nächstes Ding ist Beacon Sensor. Der sucht. Der gibt quasi die Stelle aus, wo Razor Punch ist, damit man ihn mit einer Brechstange verkloppen kann. Okay, gut. Nächstes ist
GPS, ich glaube, das ist ein bisschen offensichtlich. Das ist einfach die Weltkoordinaten, zeigt er an, wo das Ding eben ist. Ranger ist auch klar, glaube ich. Der ranged einfach Sachen, so Farbe, Entity-ID und so, je nachdem, welche Output man genommen hat. Speedometer, ja, der zeigt die Geschwindigkeit an. Im Moment ist er 0. Ja, funktioniert auch toll, das Ding. Scheiß Kacke. Constant Value ist ein Chip, das ein konstantes Signal ausgibt. Also eben das Value. Und deswegen heißt es den Constant Value. Okay, gut. Ist das jetzt auch so ein E2-Teil oder was? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Bleib bloß weg. Komm her, komm her, komm her.